Hallo und herzlich willkommen zu unserem Videoformat vom Vereins- und Stiftungszentrum aus Dresden. Mein Name ist Jens Trocher und ich frage heute, was macht eigentlich dein Projekt den Geschäftsführer der Sächsischen Umweltakademie aus Dresden, Michael Ruske? Hallo Michael. Also, guten Tag. Wir kennen uns schon eine Weile, deshalb duzen wir uns auch in diesem Format. Und meine erste Frage ist, in diesem Wort, in eurem Namen, da steckt Umwelt und Akademie drin. Wo kommt das her? Ja, so ein Verein ist bestenfalls ein sehr lebendiger Organismus und vielleicht ein ganz kurzer historischer Exkurs, aus welcher Richtung es kommt. Schon in den 80er Jahren gab es innerhalb der Urania gab es Menschen, die sich mit dem Thema Umwelt beschäftigt haben. Wie bringe ich das Menschen bei? Und daraus ist eine Sektion Umweltakademie entstanden. Und später hat sich daraus ein Verein gegründet, der sich dann ausgegründet hat, 1994, der sich Sächsische Umweltakademie der Urania nannte. Die Urania, muss man sagen, war so eine Weiterbildungseinrichtung in der ehemaligen DDR. Genau, zu DDR-Zeiten gab es keine Vereine, die im Regelfall verboten waren. Und die Urania hat letztendlich das ersetzt, was heute Vereine abbilden. Und seit wann gibt es jetzt deinen Verein, deine Organisation? Ja, seit 95 dann hat der Verein tatsächlich dann die Eintragung ins Vereinsregister bekommen und der Name ist bis heute geblieben und wir haben, glaube ich, ganz unterschiedliche Projekte so am Wegesrand aufgesammelt. Am Anfang ganz klassisch eben Akademie, Erwachsenenbildung, berufsbegleitende Bildung. Später kam das Freie Ökologische Jahr dazu. Später haben wir Grüne Klassenzimmer von einem anderen Verein übernommen. Der Bundesfreiwilligendienst ist dazugekommen. Und bereits in den Anfangstagen und Zeiten ging es darum, wie bringt man Umweltbildung Kindern bei. Und wir haben es geschafft, ganz viele Projekte auf die Beine zu stellen, die sich in den letzten ja, 25 Jahren mehrfach geändert, gewandelt haben. Und ja, manche Projekte haben funktioniert, andere nicht. Wie das eben so ist. Du hast schon Kinder erwähnt. An wen richten sich eure Projekte? Also wir haben tatsächlich mittlerweile die Zielgruppe der Kindergartenkinder, wo wir beginnen, meist mit der Vorschule, Grundschulkinder. Dann gibt es eine kleine Lücke, eine Altersgruppe, die wir nicht ganz so bespielen und bespaßen. Dann ist zu nennen natürlich das Freiwillige Ökologische Jahr, was sich an die Zielgruppe zwischen 16 und 26 Jahre richtet. Und dann seit einigen Jahren haben wir jetzt auch den Bundesfreiwilligendienst im Portfolio, der sich an die Zielgruppe 27 plus richtet. Und punktuell haben wir auch Veranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen für Studierende. Wir hatten bis vor kurzem über 25 Jahre Angebote für Senioren, die wir es leider haben einstellen müssen, diese Projekte. Aber trotzdem, ich denke, ein sehr buntes Portfolio und eine sehr breite Aufstellung. Wie finanziert ihr eure Projekte? Was kostet so? Was kostet das die Nutzerinnen und Nutzer was? Oder werdet ihr ja durch Sponsoren, durch Förderprogramme finanziert? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Frage. Vielleicht beginne ich mit dem Kinder- und Jugendbereich. Dort sieht es leider so aus, dass in Sachsen da die Fördertöpfe nicht ganz so gut geöffnet sind wie in anderen Bundesländern, wo das auch deutlich besser läuft, weil wir tatsächlich viele lehrplanrelevante Veranstaltungen anbieten, aber dafür keine öffentliche Zuwendung erhalten. Das heißt, dort bringen es im Wesentlichen die Einrichtungen auf, Fördervereine der Einrichtungen oder die Eltern. Und das ist natürlich dem ganzen System Grenzen gesetzt. Also heute ist es so, dass ganz viele Veranstaltungen, die die Kinder besuchen, Reiten und so weiter, die Eltern schon bereits den Beutel, den Geldbeutel zu öffnen. Aber 25 Euro möchte doch niemand für eine Bildungsveranstaltung ausgeben. Da sind wir weit drunter. Und die Schmerzgrenze, glaube ich, bei den Eltern liegt aktuell so bei 5-6 Euro für eine Veranstaltung, wo sie sagen, ja, das sind wir bereit auszugeben. Wenn ihr so mit Schulen oder auch Kindergärten arbeitet, mit Kindertageseinrichtungen, seid ihr da an diese offiziellen Lehrpläne gebunden? Wie funktioniert das? Oder seid ihr in eurer Projektgestaltung frei? Wir sind an manchen Punkten frei oder nein, anders, wir sind generell frei. Aber wir wollen es natürlich bestimmten Zielgruppen öffnen. Das heißt, wenn wir an Kindergärten herantreten, die im Vorschulbereich arbeiten, so gibt es Bildungsempfehlungen oder richtig Bildungspläne, die die Kindergärten zum Teil selbst haben. Und das Gleiche betrifft auch den Grundschulbereich, wo natürlich Lehrpläne existieren. Und wir haben dann ergänzende Veranstaltungen
für beispielsweise den Sachkundeunterricht für die Schulen im Angebot. Und das fragen die Schulen auch sehr gerne nach. Jetzt ist natürlich immer die Frage, du hast gesagt, das eine Projekt wurde eingestellt, es werden neue aufgesetzt. Wie ist die Nachfrage bei euch? Also ich kann mir vorstellen, Umwelt, Nachhaltigkeit, das sind so eine Schlagworte, die müssen euch die Türen, die Bude einrennen. Ja, das war auch unsere Hoffnung, dass tatsächlich, wenn wir so in die öffentliche Diskussion schauen, Umwelt ja ein steigendes Thema ist, auch ganz viele Fördermittelgeber das in den Mund nehmen und sagen, wir wollen dies und jenes fördern. Im Ergebnis sehe ich, es ist etwas schwierig. Für den Kindergartenbereich können wir die Nachfrage leider nicht befriedigen, ja, weil uns da finanzielle und strukturelle Grenzen gesetzt sind. Das schaffen wir aktuell nicht. Für andere Bereiche, für neue Projekte ist es schwierig, Geld zu generieren. Wir haben auch an ganz vielen Ausschreibungen teilgenommen, Erasmus Plus. Und wir merken, dass doch eine gewisse Schwierigkeit, Ideen und Projekte, die wir haben, dann dort zu platzieren, dass der Fördermittelgeber auch genau dafür sein Portemonnaie öffnen möchte. Aber da es euch ja schon fast mehr als 20 Jahre gibt, würde ich sagen, hat es bisher ja ganz gut funktioniert. Also Flexibilität bei der Antragsstellung ist da wahrscheinlich das große Stichwort. Ja und nein. Ja, weil wir merken, wenn das nicht funktioniert, probieren wir neue Projekte, neue Programme. Andererseits braucht es tatsächlich Kontinuitäten. Ich brauche Personal, was regelmäßig da ist. Ich brauche Projekte, die ich regelmäßig mache, um mich dort warm zu laufen, um zu gucken, wie kann ich mich innerhalb dieser Projekte vernetzen und auch Angebote zu schaffen, die Menschen regelmäßig bei uns nachfragen. Also gerade die Freiwilligendienste sind so ein wichtiges Standbein des Vereins, beziehungsweise jetzt der Gesellschaft, wo Menschen regelmäßig zu uns kommen. Und wir haben ganz viele Menschen, die auch in unterschiedlichen Generationen zu uns kommen. Da war der Bruder schon da, die Schwester da. Wir haben jetzt einen Fall, wo die Oma eines Freiwilligen bei unserem Bundesfreiwilligendienst macht. Insofern braucht es tatsächlich auch diese einzelnen Projekte, wo eine Kontinuität drin ist. Du hast mir eine schöne Überleitung gebaut. Du hast diese Freiwilligendienste erwähnt. Wie ist da so die Nachfrage in den letzten Jahren? Im FÖJ gab es vielleicht vor 6-7 Jahren schon eine erhebliche Delle, wo die Nachfrage nicht ganz so gut war. Mittlerweile ist im freiwillig-ökologischen Jahr tatsächlich die Nachfrage wieder deutlich gestiegen. Und wir haben dort einen Bewerberschlüssel von, sagen wir, 1:4 bis 1:5. Von Menschen, jungen Menschen, die das machen möchten, also Zielgruppe 16 bis 27. Das Gros der Bewerber kommt tatsächlich aus den Oberschulen oder Mittelschulen, aus den Gymnasien. Aber wir haben auch welche ohne Abschlüsse oder haben Studienabbrecher. Insofern wirklich ein sehr buntes Portfolio. Und gerade im FÖJ ist oftmals der Vorwurf gewesen, als ein Programm für junge Menschen aus dem Bildungsbürgertum. Aber ich sehe bei uns, dass das mitnichten der Fall ist. Kannst du da Beispiele sagen? Was kann man bei einem freiwilligen ökologischen Jahr bei euch alles machen? Welche Einsatzstellen gibt es vielleicht? Ja, vielleicht zunächst so zu diesen Aufgabenschwerpunkten, bevor ich vielleicht einzelne Einsatzstellen nenne. Wir haben Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten, konkret in der Umweltbildung. Wir haben welche, die im Biobauernbereich arbeiten, also in der Biolandwirtschaft arbeiten. Wir haben Menschen, die im Forstbereich arbeiten, in der Tierhaltung. Und ich glaube auch in Vereinen unterstützen, die tatsächlich in unterschiedlichen Umweltbereichen arbeiten, sei es Landschaftspflege. Ja, also das Spektrum ist sehr, sehr breit. Steht immer oben drüber bei euch. Ah, das ist richtig. Okay. Ja. Ist das beim Bundesfreiwilligendienst auch so? Ja, also wir haben tatsächlich einen Bundesfreiwilligendienst gewählt, der unserem Aufgabenfeld sehr ähnlich ist. Der Bundesfreiwilligendienst, wie die Jugendfreiwilligendienste, unterteilen sich in den sozialen und ökologischen Bereich. Und wir haben uns dort eben auch ökologische Stellen gesucht. Im freiwillig-ökologischen Jahr reicht die Gemeinnützigkeit die Gemeinwohlorientierung der Einrichtung. Im Bundesfreiwilligendienst muss es zwingend die Gemeinnützigkeit, also die steuerliche Gemeinnützigkeit sein, damit eine Einsatzstelle im BFD werden kann. Was muss man dafür tun, wenn man sich jetzt dafür interessiert und sagt, ach Mensch, klingt irgendwie interessant, Umwelt und
ja, Arbeit in einem Verein oder in einer gemeinnützigen Organisation, muss man sich bei euch bewerben direkt? Muss man Anträge ausfüllen? Wie kompliziert oder wie bürokratisch ist das Ganze? Also wir versuchen die Zugangsschwellen tatsächlich sehr gering zu halten. Ich denke, für junge Menschen ist es relativ einfach heute, gerade digitale Medien zu nutzen. Und bei uns gehen, glaube ich, 95% der Bewerbungen für das Freie Ökologische Jahr mittlerweile digital ein, über eine Bewerbungsplattform. Und dann finden erstmals beratende Gespräche statt, wo wir auch schauen wollen, was wollen die jungen Menschen. Sie sollen sich auch Einsatzstellen auswählen. Und wir fühlen ein bisschen auf den Zahn, ob es denn das Richtige ist, was sie sich da ausgewählt haben, beraten sie. Und anschließend gehen sie in die Einsatzstellen, arbeiten bestenfalls einen Tag Probe, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ist es das, was ich mir vorgestellt habe. Und gibt es da irgendwelche Termine im Jahr oder geht das von Januar bis Dezember locker jeden Monat, können sich die Leute bewerben? Ja, es ist so, dass tatsächlich die Bewerbungsfristen etwas gelockert sind, aber das FÖJ hat tatsächlich den Zeitraum des Schuljahres. Also es beginnt im Regelfall am 1. September und endet dann am 31. August. Und dafür empfiehlt es sich natürlich, zeitnah eine Bewerbung an uns zu richten, die bestenfalls im Januar eingeht. Erste Bewerbungsgespräche finden im Januar, Februar statt. Und ja, frühes Kommen sichert gute Plätze. Das ist überall so. Ja. Und ich hatte vorhin schon gesagt, wir haben tatsächlich eine sehr hohe Nachfrage. Und wir haben leider auch Menschen, die tatsächlich keinen freien Dienst machen können, weil wir die Bewerbungslage so nicht abdecken können. Mhm. Vielleicht ganz kurz noch auch zum Bundesfreiwilligendienst, den wir für die Zielgruppe 27 plus anbieten. Dort gibt es tatsächlich keine Bewerbungsfristen, weil im BFD kann ich monatlich einsteigen. Und dort sehen wir doch in den letzten 10 Jahren schon eher einen Rückgang der Nachfrage. Das hat was mit dem veränderten Arbeitsmarkt zu tun, dass Menschen einfach, die eine Arbeit suchen, schneller an Arbeit kommen und keine Schleife über einen Bundesfreiwilligendienst drehen müssen. Und aber auch mit einem Verhalten, dass sich die Menschen weniger Zeit nehmen, wenn sie durch einen Bruch in ihrer Biografie, egal positiv oder negativ, einfach eine Pause brauchen oder machen wollen. Dafür ist das geeignet? Ja, wunderbar. Okay, das finde ich spannend. Wie viel Zeit sollte man für so einen Bundesfreiwilligendienst einplanen? Kannst du so eine Wochenstundenanzahl nennen? Oder ist das ja auch frei geregelt? Macht man das dann mit den entsprechenden Einsatzstellen aus? Also der Bundesfreiwilligendienst ist natürlich ein gesetzlich geregelter Freiwilligendienst. Und da sagt der Gesetzgeber, dass eine Mindestarbeitszeit pro Woche von 20,5 Stunden notwendig ist. Der Grund mit diesem 0,5 ist, dass es die überwiegende Beschäftigung sein soll, ausgehend von 40 Stunden. Und ist für viele Menschen, glaube ich, attraktiv, die parallel noch andere Dinge tun wollen, dass sie das in Teilzeit machen. Auch die meisten unserer Einsatzstellen bieten das in Teilzeit an. Problematisch wird es in der Zielgruppe der Altersrentner, weil die dann sagen, ich habe ja noch die Enkel und ich habe ja noch die Wandergruppe und das schaffe ich doch gar nicht. Und tatsächlich finde ich es schade, wir waren auch vielfach im Gespräch mit dem Bund, weil ich denke, an dieser Stelle müsste man tatsächlich diese Barriere der 20,5 nochmals auflösen, weil es tatsächlich nichts mit Arbeit zu tun hat. Mhm. Und das Argument der überwiegenden Beschäftigung läuft da ins Leere. Wenn ich mich jetzt für so einen Bundesfreiwilligendienst bei euch interessiere, beziehungsweise wie ist da der gängigste Weg bei euch, Kontakt aufzunehmen? Was soll ich tun? Also bestenfalls schreibt man tatsächlich über unser Bewerbungsprofil eine kurze Anfrage, wo schon ganz wichtige Fragen für uns beantwortet sind. Also ob beispielsweise jemand in den letzten 5 Jahren einen Freiwilligendienst gemacht hat, weil dann gelten entsprechende Ausschlusskriterien, weil man ein BFD nur alle 5 Jahre machen kann, wenn man 18 Monate Vollzeit gearbeitet hat. Dann nehme ich Kontakt zu der Person auf und lade sie zu einem Erstgespräch ein. Oftmals muss man auch die Finanzierungsfrage klären, weil gerade für Menschen ab 27 ist ein Taschengeld von, sagen wir, 250 Euro tatsächlich eine sehr schwierige Baustelle, wenn ich das in Teilzeit erbringen möchte. Und da muss ich schon auch die Gretchenfrage stellen, wovon jemand leben möchte. Und wir müssen gemeinsam suchen, ist es auch möglich, dass ich an solchen Dienst leiste? Mhm. Wie kann ich dem mit anderen gegebenenfalls Sozialleistungen entsprechend
kompensieren, dass es überhaupt funktioniert. Und leider hatte ich auch schon Menschen bei mir, die das letztendlich nicht machen konnten, weil die Finanzierung nicht gegeben war, wo ich gesagt habe, tut mir leid. Mhm. Und ein weiteres Thema ist auch, es kommen natürlich auch Menschen, die ja auch Hilfe brauchen. Ja, sei es durch psychische Auffälligkeiten, Erkrankungen oder auch ganz viele EU-Rentner, die kommen und sagen, ich möchte mich ganz gern dort engagieren und mitarbeiten. Dort ist auch meine Aufgabe zu schauen, können die Menschen mehr Hilfe geben, als sie selber brauchen. Mhm. Ja, ist auch nicht, also wichtig, auch nicht einfach für dich abzuwägen. Ne? Also deshalb finde ich das mit diesem persönlichen Gespräch gut. Ja, ist ganz wichtig. Ich erfahre natürlich viele private Details auch, die dann natürlich auch bei mir verbleiben. Aber um einfach realistisch einschätzen zu können, ist der BFD für diese Person, die gerade vor mir sitzt, jetzt tatsächlich dran? Schafft er das, ohne großen finanziellen Schaden zu nehmen, ohne vielleicht auch persönlichen Schaden zu nehmen, an seiner Psyche beispielsweise, wenn jemand Erkrankungen mitbringt? Dort einfach genau hinzugucken, ist die Aufgabe des Trägers. Und deshalb finde ich dieses Trägerprinzip, was im BFD leider nicht vorgeschrieben ist, so elementar und wichtig, dass es Menschen gibt, die genau diese Einschätzung vornehmen und auch den Freigang dann während des Dienstes begleiten. Klingt herausfordernd. Apropos Herausforderungen. Du hast es ja am Eingang unseres Gesprächs schon erwähnt, dass ihr euch immer wieder auch gewandelt und angepasst habt, euch verändert habt. Welche Ideen und Projekte plant ihr für die nahe und vielleicht auch ferne Zukunft? Ja, also am meisten drückt uns natürlich der Schuh gerade bei der Finanzierung der Kinder- und Jugendprojekte. Also wo wir merken, das läuft alles auf freiwillige Selbstausbeutung hinaus. Viele Vereine und Institutionen in Dresden üben mittlerweile dieses Feld oder bedienen dieses Feld nicht mehr. Und das ist bedauerlich und wir schauen gerade nach Möglichkeiten, wie schaffen wir das. Und deshalb ist jetzt großer Auftrag für uns, stärker nochmals an Firmen heranzutreten, weil wir die Kofinanzierung von denen brauchen. Und darüber hinaus gucken wir einfach, wie können wir uns anders und besser vernetzen mit europäischen Partnern. Wir haben in ersten Projekten festgestellt, dass es ein großer Mehrgewinn ist, da über den Teller anzuschauen, um zu gucken, wie machen das denn andere europäische Länder, wo kann man voneinander abschauen, das in jedem Fall erlaubt. Und wie kann man dort vielleicht neue Projekte, Zusammenarbeiten beginnen, um einfach Dinge auszubauen. Vielen Dank. Das war Michael Ruske, Geschäftsführer und Projektleiter der Sächsischen Umweltakademie mit Sitz in Dresden über viele Projekte. Und vielleicht gibt es Ihnen Anregungen, das ein oder andere FEJ oder auch dem Bundesfreiwilligendienst sich mal genauer anzuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.